Oh. Aber irgendwoher muss ich den Blutungswiderstand doch nehmen. Was gibt denn hier so viel Blutungswiderstand? Gleich mal nachgucken. Jetzt gerade habe ich da nicht so viel Zeit für. Alter. Ein so ein kleiner normaler Lamia schon mit seinem Schwert. Hier, das Ding gibt tatsächlich 94% Blutungswiderstand und 53% Durchschlagswiderstand. Also für die Widerstände ist es gar nicht mal so schlecht. Nur wäre unser Durchschlagsschaden halt doppelt so hoch, hätten wir den Spurenleser Kyros noch. Ist glaube ich nochmal plus 200% Durchschlagsschaden oder so. Allein schon als Z-Bonus und ich weiß gar nicht, ob der an sich noch Durchschlagsschaden ganz normal als Wert hat. Aber was nicht soll, das soll nicht. Von den Bäumen spawnen tatsächlich nicht übermäßig viele. Weiß nicht, ob das hier die normale Anzahl ist oder ob es normalerweise hier immer nur so ein Baum wäre oder maximal zwei. Aber das geht noch voll klar tatsächlich. Denn für eine Party schon wieder. Offenbar eine, zu der ich nicht eingeladen wurde. Ist mir egal. Huch, jetzt habe ich das ausgeschaltet. Das wollte ich schon mal nicht. Boah, es ist wirklich der Hammer, ey. Auf gar keinen Fall darf ich aber auch trotz des Blutungswiderstandes. Oh, da seht ihr. Oh, seht ihr das Glitzern? Das ist immer so geil in Titan Quest, wenn man es schon glitzern sieht. Ich darf trotz des. Oh, trotz des Blutungswiderstandes dann nicht einfach reinrennen bei den Schwestern. Denk mal, die natzen mich dann trotzdem. Die machen bestimmt noch mehr als nur Blutungsfahren. Jetzt haben wir zwei von diesen Schwertern. Wenn ich es schaffe, das in einem Bild zu geben, mit der zwei Schwerter tragen kann. Wäre, glaube ich, geil. Einem Tarn, der sowieso schon Sturmschaden macht. Steckt sich dann. Die sind auch alle höheres Level als ich, ne? Seht ihr das? Ich bin schon so krass overlevelt. Aber natürlich, wenn man neu startet, passen die sich ja immer dein Level an. Ah, dass die dann 6 Level über mir sind, hätte ich ja tatsächlich nicht gedacht. Was hat Hades für ein Level? 500 oder was? Oh, der Hades-Kampf. Ich will gar nicht dran erinnert werden eigentlich. Der Hades-Kampf wird wahrscheinlich ein eigener 40-Minuten-Part, nur der Kampf. So aidsig wird das. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Mal schauen, ob ich da in den Kristallhallen immer noch Lags habe jetzt mit meinem neuen PC. Ich schätze mal schon, weil ich ja denke, dass es am Spiel liegt und an der Programmierung. Und dass es einfach ein Bug ist, aber es kann ja auch sein, dass es einfach wirklich, wenn man einen richtig leistungsstärkeren PC hat, und das habe ich ja jetzt, dass es dann nicht mehr so ist. Hätte man nicht hier oben noch einen Brunnen platzieren können oder so?
du Scheiße. Lamias Kriegshorn wieder. Ganz üble Flashbacks, ganz übel. Da muss ich Köder aufstellen. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Die Lamia-Heldenmonster sind die schlimmsten von allen. Das waren sie in Episch schon und das sind sie in Legendär natürlich noch mehr. Nur in Normal, da ging es scheinbar, weil ich ja auch alles gewonnen-hittet habe. Jawohl, lass dich baiten, du dummer Hund. Oh. Nein, du sollst... Ich wollte doch überhaupt gar nicht so weit rennen. Ich wollte viel früher schon wieder umkehren, aber er rennt einfach durch. Alter, fuck. Kann einfach nicht sein. Ich will den Jagdruf jetzt aber nicht benutzen. Weil den Jagdruf will ich mir aufheben. Gut, ich muss los. Genau, mach dein komisches Kriegshorn jetzt einfach auch mal dahin. Alter, Alter, was ist das? Es ist unfassbar, wirklich. Es ist einfach unglaublich. Guck mal, wie das Leben gar nicht mehr... Ich habe einen Heilungstrank genommen, hallo. Waren immer noch nicht alle, ne? Ne, bei weitem noch nicht. Ah, das ist ja nur ein ganz normaler LOL. Diesmal nicht, diesmal nicht. Komm, geh einfach mal down. Alter, wie lang das schon wieder gebraucht hat. Die haben eine Ausweichwahrscheinlichkeit von 78% oder so. Noch einer. Er kann das... Ach man, es ist wirklich so unfair. Der ist sogar schneller als ich. Und kann im Laufen dann dieses Kriegshorn machen und dann bin ich halt einfach gestunt. So, ne? Boah, und der kann mich immer noch one-hitten. Ich weiß, es ist eher Marsboss, die Schuld zu geben als dem Spiel, weil das soll es ja nur ein Heldenmonster. Davon gibt es normalerweise maximal eins. Aber schon einer von denen, wenn der hier ganz normal im Spiel spawnen würde, würde mich ja bumsen. Die werden dadurch Marsboss nicht schwerer gemacht, sondern es werden nur mehr davon. Das ist einfach insane. Plötzlich ist Titan Quest kein chilliges Spiel mehr. Also mit dieser Challenge zumindest nicht. Das ist wirklich alles andere als chillig. Oder an die Nacht kennen wir schon. So haben wir das dann endlich mal. Wie viele Monster sind denn hier? Wie viele Monster sind denn hier? Oh Gott. Ich sehe schon, da ist noch ein Lamia-Typ. Nicht nur ein Lamia-Typ. Gut, die sind jetzt nicht ganz so schlimm. Ah, die schon eher.
Also das ist wirklich ein Hammer. Was? Wie weit geht dieses Gebiet noch? Wie ist das möglich? So viele Monster habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Dieses Gebiet hier ist schwerer als alles, was man bisher in Titan Quest gesehen hat. Schwerer als ein Typhon-Bosskampf. Habe ich gar nicht in Erinnerung, dass hier so viele Gegner waren. Sie steht direkt vor mir und ich treffe sie nicht. Guckt euch das an, wie viele Schüsse ich brauche. Danke nochmal, Blutregen oder Blutfeld oder wie auch immer man dich nennen will, dass du mich schon wieder gerettet hast. Gut, endlich. Alter, was? Da hat sich Mersboss bei dem Gebiet wirklich gedacht, jetzt ficken wir den nochmal richtig in den Arsch. Einfach weil er es scheinbar verdient hat. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich habe es scheinbar verdient. So viel zum Thema. So viel zum Thema 94% Blutungswiderstand. Ein Scheißdreck habe ich. Also wenn ich 94% Blutungswiderstand hätte, dann wäre ich jetzt nicht schon nach dem ersten... Ich war ja nach dem ersten Strahl schon one-hit. Ich dachte, ich kann vielleicht wenigstens mal so die erste Welle überleben. Mit 94%, was quasi fast 100 ist. Wenn 94% von einem Angriff mich schon one-hittet, dann, ja, kann man sich ja ausrechnen, wenn ich 3600 Leben habe, wie viel Damage die machen. Wie viel wahren Damage die machen. Das ist ja wirklich chillig. Also ernsthaft jetzt. Was haben die Entwickler denn geraucht, als sie den legendären Schwierigkeitsgrad programmiert haben? Okay, wenn ich... Ich kann genau einen tanken. Tatsächlich war es dann der zweite, der mich gekillt hat. Ja, aber mehr als... Also den ersten überlebe ich, dann den zweiten nicht. Aber wirklich auch nur, wenn ich full life bin. Die machen mir trotzdem... Das ist trotzdem krass. Aber sie tanken nicht viel. Auf Dauer kriege ich sie so, aber... Es ist sehr langwierig, so wie alles in diesem Spiel im Legendär.